Ich darf auf meiner anderen Seite Herrn Klaus Thomas begrüßen von BNP Paribas Real Hallo. Estate. Sie stehen oder Ihre Gesellschaft steht für Zukunftstrends, sagen wir auch so ein bisschen ähnlich jetzt, Living and Work in Zukunftstrends, aber geht in eine andere Richtung, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Zunächst meine Frage, die Nutzungsarten. Wir haben es ja gehört, auch von Herrn Scherf jetzt international. Deckt sich das auch mit, wo man sagt, okay, ist es Retail, ist es Hotel, ist eigentlich das Naheliegende, auch in Bezug auf Zweitrundeneffekte, Büro, wie sehen Sie das? Also ich glaube, das ist ja das, was ein modernes Produkt eben auch ausmacht, ja, dass man eben auf die modernen Trends eben auch sitzt, die weiterentwickelt. Da gehört eben auch noch der Produktmix dazu und das, glaube ich, macht dann auch so ein Immobilienprodukt entsprechend stabil, dass man eben verschiedene Nutzungsarten hat. Wir kommen ja mit unserem neuen Produkt erst in den nächsten Wochen auf den Markt. Insofern haben wir auch noch kein großes Rumpfportfolio, aber auch in unseren anderen Beständen, die wir ja schon seit vielen Jahren verwalten, sehen wir es ja auch so. Also kann eigentlich im Prinzip das alles bestätigen, was die Frau Bernhofer jetzt gerade gesagt hat. Natürlich haben die Hotelbetreiber momentan ein Thema, weil sie schlichtweg keinen Umsatz machen. Die Einzelhändler, die geschlossen sind, ja, differenzieren muss man natürlich mit der Nahversorgung, das funktioniert natürlich sehr gut, ja. Die geschlossen sind, die haben natürlich jetzt ein Thema, die Miete zu bezahlen. Auch bei uns gab es die Trittbrettfahrer aus dem Bürobereich, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir erstmal Krise, jetzt haben wir erstmal keine Miete. Die Dinge, die sind jetzt in der Diskussion, aber eigentlich alle, sagen wir, weitestgehend durchsortiert und man hat jetzt echt mit den Mietern, die nachvollziehbar ein echtes Thema haben, auch individuelle Vereinbarungen getroffen, dass man eben über Mietstundungen und Ähnliches halt im Moment nicht unbedingt den Mittelzufluss hat oder eben die Mietzuflüsse hat, aber das dann über die nächsten Monate, Quartale wahrscheinlich dann zum großen Teil auch wieder reinkriegen wird. Also über das Gesamtportfolio, über verschiedene Fonds haben wir jetzt hier bei uns im April, das ist ja der Monat, wo es interessant wurde, im März wurden die Mieten ja weitestgehend noch bezahlt. Da hatten wir insgesamt 11% Mieten, die nicht normal bezahlt wurden. Das heißt andersrum, also knapp 90% wurden ja noch bezahlt. Ja. Man muss sehen, wie das sich das Ganze weiterentwickelt, aber da sind wir jetzt auch im Moment nach den ersten Ad-hoc-Aktionen, ja, Reporting, genau hinzuschauen, was für ein Geschäftsmodell hält der Mieter und so weiter, sind wir jetzt eben auch relativ entspannt und müssen einfach sehen, dass wir das vernünftig monitoren, dass wir vor allem auch im Dialog dort mit unseren Kunden, auch wir sehen natürlich die Mieter als unsere Kunden, auch gemeinsam Wege findet, wie die sich eben dann durch die Krise auch hangeln können. Von den Nutzungsarten. Wobei wir sprechen immer von Mietstundungen. Also rechnen Sie denn Genau. konkret auch mit Mietausfällen? Also momentan haben wir ausschließlich Stundungsvereinbarungen getroffen. Ob wir Ausfälle tatsächlich haben werden, das wird sich zeigen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die meisten Mieten, wenn nicht sogar alle, im Laufe der nächsten Zeit auch bezahlt werden über Stundungsvereinbarungen. Im Einzelhandel ist es natürlich schon so, das ist ja ein Sektor, der bereits vorher strukturelle Themen hatte, die jetzt durch die Krise noch verstärkt wurden. Ja, das ist ja kein Corona-hausgemachtes Thema, sondern ein langfristiges Thema, das hier nochmal eine Verstärkung erfahren hat. Da muss man einfach sehen, wie es den Einzelhändlern dann im jeweiligen Sektor in den nächsten Monaten weitergehen wird. Sie starten ja mit einem neuen Fonds. Jawohl. Jetzt kann man sagen, Fluch oder Segen. Viele der alten Produkte haben natürlich einen langjährigen Bestand, wo die Bewertungen ja schön geglättet sind. Sie müssen ja ganz neu einsteigen. Sie kaufen ja zu aktuellen Marktpreisen zwangsläufig. Jetzt kann man sagen, okay, die positive Seite, Sie kommen jetzt wesentlich günstiger mit höheren Ankaufrenditen in die Märkte rein. Andererseits belastet es dann nicht im Nachgang durch, wir wissen alle nicht, wie lange diese Krise sich zieht. Aber über Jahre sprechen und dann mit entsprechenden Konsequenzen auf die Bewertungsseite. Also man muss sehen, dass Immobilie sowieso ein langfristiges Produkt ist. Ja. Und wir sehen ganz ehrlich gesagt im Moment, das wird natürlich von Produkt zu Produkt oder von Haus zu Haus ein bisschen unterschiedlich sein, aber es ist nicht einmal per se, dass wir jetzt unmittelbar oder auch mittelfristig in den Immobilienmärkten große Abwertungspotenziale sehen oder Abwertungsbedarf sehen. Das mag, wie gesagt, im Einzelhandel vielleicht nochmal eine spezielle Geschichte sein, aber ansonsten ein gut vermietetes Büro, das vielleicht noch nicht mal zu Marktmiete, sondern etwas unter Marktmiete vermietet ist, hat durchaus Potenzial, sich auch in der nächsten Zeit im entsprechenden Standort zu entwickeln. Also wie sehen wir es? Wir sehen auf der einen Seite die Möglichkeit, wir sehen es noch nicht im Markt, aber das Potenzial ist natürlich da, dass man vielleicht das eine oder andere Objekt etwas günstiger kaufen kann als noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Auf der anderen Seite sind wir schon für die richtigen Sektoren und im richtigen Mix recht zuversichtlich, dass wir da eben auch wertstabil unser Portfolio aufbauen können und parallel dazu natürlich, was die Immobilie mit ausmacht, den laufenden Ertrag entsprechend laufend generieren können. Okay, wunderbar. Herr Thomas, wie sehen Sie
sagt man, über den Mix der verschiedenen Nutzungsarten jetzt in Ihrem Bereich, nochmal Thema Zukunftstrends. Wie wirkt sich das jetzt konkret bei Ihnen aus? Sehen Sie jetzt Risiken, die jetzt aufkommen? Wir hatten es ja schon mal ganz kurz besprochen, aber jetzt in der Umsetzung bei Ihnen, Aufbau des Portfolios, Sie starten ja erst. Also ich würde jetzt ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen und einfach nochmal, wir haben ja die verschiedenen Themen durchdekliniert, Einzelhandel, Büro, Wohnen. Und nochmal sagen, die Unterscheidung befindet sich, glaube ich, so ein bisschen auch unter dem Thema zwischen Qualität und weniger guter Qualität. Da sehen wir auf alle Fälle jetzt im Markt schon wieder eine sehr starke Differenzierung. Gute Qualitäten gibt es eigentlich in allen Sektoren. Wir haben es ja gesehen am Einzelhandel. Natürlich sind Firmen, die momentan geschlossen sind, die haben ein echtes Problem. Wir haben die ersten Insolvenzen im Einzelhandelsbereich gesehen. Auf der anderen Seite Nahversorgung, ein Bereich, der eben noch besser läuft als in der Vergangenheit. Und das wahrscheinlich auch in Zukunft zu halten wird. Ja. Hotels, die leiden natürlich momentan alle, aber das ist durchaus ein Trend, wo wir uns erwarten, dass der nach einer gewissen Erholungszeit auf alle Fälle in der Form weiter sich entwickeln wird, wie er es eben vorher schon getan hat. Und wenn man jetzt mal die Krisen aus der Vergangenheit auch sieht, also wir hatten die große Finanzkrise vor ungefähr 12 Jahren, wir hatten um die Jahrtausendwende die Dotcom-Blase mit letzten Endes dann die Krise vollkommen beschleunigt zum Schluss mit 9-11. Auch das waren Events, die haben zum einen zum Teil strukturelle Wandel mit sich gebracht, zum anderen ist aber dann langfristig betrachtet die Entwicklung positiv weitergegangen. Und das muss man vielleicht auch mal sehen, wir reden ja hier von der Assetklasse Immobilie, die per se ein langfristiges Investitionsgut ist. Wir sind jetzt alle hier in den letzten Wochen mit diesen Sonderthemen Corona eben beschäftigt und müssen damit umgehen. Aber können es eben auch. Ich glaube, das spricht auch insgesamt für die Assetklasse. Auch da im Vergleich zu vielleicht vor 12 Jahren hat sich nochmal die Professionalisierung und der Umgang mit diesen Themen nochmal deutlich erhöht. Ja, ich glaube, alle von uns haben sofort eben gewusst, was zu tun ist. Man guckt hin, man spricht mit den Mietern, man schaut, was heißt das auf der Anlegerseite und so weiter. Uns ist ganz wichtig, aber ich glaube, da spreche ich auch für die Kollegen, dass die Kommunikation möglichst transparent ist, dass man eben auch nicht versucht, irgendwas zu beschönigen, sondern die Dinge einfach angeht und abarbeitet. Ja, und dann werden wir eben auch über die Zeit und im Nachhinein, ja, ist dann vielleicht ein halbes Jahr oder auch mal ein Jahr oder vielleicht sogar 2 Jahre, ja, ein gar nicht so langer Zeitraum, weil die Dinge eben über 10 Jahre und mehr betrachtet werden. Das vielleicht auch noch mal ein Hinweis, wir werden den Strukturwandel weitersehen und Immobilie ist mal per se eine aktiv zu managende Assetklasse. Ja. Das heißt, Sie können sich auf kein Haus draufsetzen und da 20 Jahre nichts tun, ob da jetzt Corona ist oder nicht. Sie müssen sich mit Ihren Objekten, Sie müssen sich mit Ihrem Portfolio beschäftigen und eben kontinuierlich weiterentwickeln. Ja. Sie müssen die Objekte pflegen, Sie müssen mit den Mietern einen guten Mix zusammenbringen und die Mieter entsprechend weiterentwickeln, soweit Ihnen das möglich ist. Und auch im Portfolio immer wieder schauen, was sind für Themen, die sich gut entwickelt haben, was hat sich vielleicht nicht so gut entwickelt und dann auch entsprechend reagieren, eben auch mal verkaufen und ansonsten eben weiterhin den Markt gut beobachten, gut auf die Erfahrung auch setzen und entsprechend investieren. Und da gibt es in jeder Marktphase Chancen. Sie haben das Stichwort Hotel erwähnt. Würden Sie denn jetzt in Hotels rein investieren? Vielleicht vom Hintergrund, vor einem Jahr kommt man gar nicht genug Hotels haben. Also die Branche hat sich, wenn man sieht, die Quoten sind ja deutlich mehr oder weniger, also abhängig von den Anbietern, aber deutlich nach oben gegangen. Jetzt ist es Teufelszeug, ja, also jedes Prozent im Hotelsegment. Ist das eine Chance? Würden Sie da rein investieren jetzt? Also wir würden Hotels nicht als Teufelszeug betrachten. Ja. Also im Gegenteil ist vielleicht, also man muss halt sehen, gibt es Produkt am Markt? Ja. Und wenn einer jetzt im Moment nicht zwingend verkaufen muss, dann wird er sagen, okay, das warte ich jetzt erstmal ab. Und man muss auch sehen, welche Betreiber jetzt dann vielleicht durch die Krise nicht so gut durchkommen. Aber grundsätzlich könnte das durchaus auch ein Sektor sein, wo wir Opportunitäten sehen. Ja. Okay, zweite Frage nochmal, der Gesundheitsbereich, das hatten Sie auch mal ganz kurz erwähnt. Ich habe vorhin dran gedacht, weil die Frau Bernhofer eben auch darüber gesprochen hat. Wir haben ja auch, sind ja auch im Gesundheitsbereich relativ breit aufgestellt, sind da auch immer aktiver Investor im Markt. Und da gibt es eben noch einige Verkäufe im Markt und da beobachten wir eigentlich, als wenn nichts gewesen wäre. Ja. Das heißt, auch da ein sehr hohes Bieterumfeld, wenn es um die Wettbewerbssituation geht, gibt Objekte, die wir gerne haben möchten, aber die wollen halt auch andere. Und dann geht es eher darum, wie kann ich jetzt den Ankauf darstellen? Bin ich vom Preis her wettbewerbsfähig? Also da ist von Abwertung gar, ist da bei Weitem nichts zu sehen. Wunderbar. Die abschließende Frage an Sie, die wichtigste Frage vielleicht auch, mit welchen Fondsrenditen rechnen Sie denn auf Sicht von 12 Monaten?
Also wir glauben, dass wir durchaus eben so, ich sag mal, in dem Korridor von 2 bis 3% das gut darstellen können. Ja, das sind Ankaufsrenditen, wo Sie erstmal rein auf der Miete, die Sie eben generieren, abzüglich der Fondskosten eben entsprechend auch den laufenden Ertrag darstellen können. Wie sich die Bewertung entwickelt, wird sich dann zeigen müssen. Ja, aber wenn wir eben jetzt aktuell einkaufen, dann gehen wir schon davon aus, dass wir eben zu aktuellen Preisen einkaufen und schauen dann schon auch bei der Bewertungserwartung dahin, dass man sagt, also das wird dann auch die nächste Zeit wertstabil bleiben. Gibt es dabei bevorzugte Länder? Also wir werden ganz sicherlich, wir gucken, wir sind ja sowohl in Deutschland als eben auch in Frankreich sehr, sehr gut vertreten, in anderen Ländern auch. Aber da insbesondere, das heißt, das sind eigentlich die Märkte, wo wir jetzt am aktivsten schauen. Okay.